Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Nomad Soul. Ja, ich habe noch einen Livestream gemacht. Es war ein bisschen in der falschen Zeit, aber ich hatte so extrem Bock natürlich zu spielen und direkt einen Monster-Spawner gefunden unterhalb von unserem Haus. Ja, wir haben die Ruine noch kurz angeschaut und Tiere hier hingebracht. Also wirklich das gemacht, was jetzt nicht gerade so spannend ist. Und jetzt wollen wir natürlich gerne ein paar Sachen machen, die jo, interessant sind, gell? Und das eine wäre jetzt nach oben zu gehen, um kurz nach dem Rechten zu schauen. So. Weil die Tiere haben vielleicht wieder Hunger. Ja, aber kein Essen. Gut. Also ich muss Stroh kurz holen. Gut. Und es macht extrem viel Spaß, einfach so in dieser Welt zu sein. Es kommen jetzt Content Mods natürlich noch hinzu. Also ich habe jetzt extra nicht viele Content Mods genommen, weil ich einfach Minecraft spielen will. Und ja. Da muss man halt manchmal ein bisschen Abstriche machen beim Content. Aber es gibt nur Neuerungen, also es ist jetzt nicht gerade nur normales Minecraft. Vor allem beim Bauen, es ist halt wichtig, dass ich mich da austoben kann. So. Dafür habe ich noch ein bisschen andere Videos angeschaut, um zu verstehen, wie die Mods gehen mit den Tiny Blocks. Es ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen, wie sagt man dem, dass man einfach sich das anschauen muss, oder? Das ist nichts gerade, oh, okay, ich kann das. Wir schauen nach dem Beutel der, ja, da ist er. Einfach Bit. Beutel von Schüsseln und Bits. Da brauchen wir Wolle und ein gemeiltes Bitstein. Und eine Schüssel macht man wie? Da komme ich jetzt nicht drauf. Ich brauche einen Meißel, hä? So, Steinmeißel, Eisenmeißel, hä? Ja, jetzt habe ich das Eisen reingetan. So, also eine, also das ist der von Chisel und Bits, gut. Der andere ist nämlich von normalem Chisel, da brauchen wir jetzt noch nicht. So. Gut. Ja, wir sollten eine neue Kiste machen. Haben wir schon. Von der Monsterfalle. Gut. Also, dann haben wir da noch Sachen zum Reinlegen. Jo. Und jetzt müssen wir einfach irgendwie einmal links klicken. Ja, jetzt ist einer draus. Jetzt haben wir einen rausgehauen. Und den muss man mit... ja, jetzt muss ich wieder wissen. Ich darf ihn nicht auf Englisch schreiben. Okay, gut. Wolle haben wir genug. So. Prima. Den haben wir schon mal. Jetzt können wir ihn öffnen und da können wir, da werden die automatisch die Beutel, die Sachen reingezahlt. Eben die wir da kaputt machen. Ich denke, ich werde ihn mal abbauen. Und wenn man ihn jetzt wieder neu anbaut, nö, er bleibt weg. Okay. Komm, lassen wir ihn so.
Und als nächstes möchte ich gerne, ja, ich möchte gerne mal etwas essen. Diamanten eigentlich suchen. Weil dann haben wir schon einen großen Schritt, dann können wir dann sehr schön bauen und alles Mögliche. Gut. Ja. Also, ein paar Spitzhacken brauchen wir. Jo, müssen noch Bäume fällen. Normale Bäume am besten, oder? Ach komm, Schwarzeichenholz. Ja, es ist natürlich jetzt so, dass ich gerade nicht mit anderen Leuten spielen kann. Aber ich will natürlich unbedingt mit anderen Leuten spielen. Minecraft ist halt einfach für mich fast nur noch ein Multiplayer-Spiel. Und ja, da kann man halt nicht immer so viel machen für einen Server. Es fehlt halt einfach an ein bisschen Wissen, ein bisschen Geld. Es fehlt an allem. So, ich möchte gerne noch die Fichten hier, damit wir eigentlich mehr haben. So. Okay. Der andere Baum muss ich jetzt nicht fällen. Eine Kuh ist draußen. Die ist gespawnt. Okay. So. Dann haben wir Fichtenholz. Ein paar Sticks machen. Und dann die Spitzhacken. Noch rein tun und das Schüssel weg brauche ich jetzt nicht. Schwarzeichenholz kann ich auch rein tun. Ja. Okay, prima. Dann ein bisschen Eisenbahn. So, wir haben ja hier auch so ein, ja, eine kleine Höhle gefunden, die im Weg war. Wir sind halt jetzt ein bisschen geradeaus. Ja, gut. Eine Spinne haben wir. Ja, danke schön. Ich habe so schnell angegriffen, trotzdem trifft die mich. Sieht so cool aus mit dem dunklen Schatten. Ja, jetzt kommen. Jetzt habe ich gar keine Blöcke. So. Ja, so, 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 so. Sehr gut. Jo. Ach, was mache ich? Muss ich sowieso wieder klarkommen mit So. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Also wahrscheinlich merkt man es ein bisschen. Manchmal weiß ich gerade nicht, was ich rede. So. Ja, also. Dass wir das einfach schnell haben, hinter uns haben mit den Diamanten und dem Zahltisch und so. Und dann eigentlich sofort loslegen, das bauen oder so. Oder das erkunden. Mehr weiß ich jetzt auch gerade nicht, was ich machen soll. Vielleicht angeln mal oder so. Das, ja, das wär interessant. Also, angeln ist halt immer so ein bisschen Langeweile, aber na. Es ist wirklich eine Beschäftigung, die muss man halt manchmal machen. Okay, ein Diamant direkt, wenn man unten ankommt. Ziemlich sicher schon weiter unten. Nein. Noch mehr Diamanten, gut. Also, mehr Glück kann man einfach nicht haben. Ja, toll, jetzt ist hier direkt ein Lavasee natürlich. Dann kann ich mal einen Block setzen. Ja, nach links oder so gehen. Kurz. Ja, es geht auch nicht.
Das hat einfach hier kurz so irgendwie. Boah, das ist schwer. das Eisen nehme ich jetzt mal noch nicht. Ja, ist wirklich ein großer Lavasee hier unten. Direkt. Man kann nie Blöcke setzen. Mal kurz in die andere Richtung schauen. Ja, hier ist es weit. Okay. Das ist ein besserer Weg. So. Machen wir gleich mal wieder zurück. Einfach so ein bisschen in einem Quadrat Streetman. Jo. Und ja, mir geht es also deutlich besser, wenn ich jetzt so ein bisschen ausgeruht bin. So viel. Und dann sieht das anders. Ist das Smaragde? Ja. Ist das so viel? Ist das einfach wegen der Work Generation? So, dann können wir auch gleich wieder umkehren. Gehen noch bis zum Lavasee. Ja. Sind jetzt bei 11, also der Lavasee ist ganz über uns. So. Ja, wir müssen runter. Wir müssen noch weiter runter, weil wir sind jetzt hier an einer Stelle, die so ein bisschen überlappt mit dem, wo es ein bisschen weniger gibt. Also nicht ganz, ganz so effizient. Noch ein, okay. So, Fackeln machen. Also es ist extremst, wie ich halt immer leiden muss wegen den Zuschauerzahlen, dass mir die dann wieder weggehen. Also ja, ich habe halt noch keine richtigen Fans, also doch zwei habe ich, aber halt die natürlich hier das Video auch erwarten, oder? Oh, das muss ich zuerst haben. Doch, soweit. Okay, muss ich nur hier hin. Es ist leider so kleiner auf der Minimap. Ja, das ist der richtige. So. Jetzt haben wir wenigstens etwas. Richtige Ding. Also auf 8 immer machen. Es geht auch 9, aber 8 ist ein bisschen besser. Sag's gerade. So viele Sachen hier. Wow. Also ihr habt jetzt hier 8. Der Block hier ist 8. Dann 9, 10 und 11. Und der 12. Block hat weniger Diamanten. Also müssen wir genau auf dem 8 sein, nicht auf dem 9. Ja. Aber stört manchmal, weil Lavaseen halt manchmal noch runtertropfen. Aber ich denke, Lavaseen so, dass es gerade auf unserer Ebene ist, nicht. Ja, hier gerade. Okay. Dann fangen wir mal an mit, ja, hier. Wie viel haben wir? 2 Diamanten, genau. Wir brauchen aber 3. Ist jetzt gerade ein bisschen eine blöde Stelle. Ja, sicher! Wie schnell das jetzt gerade ging! Ach komm. Übertreib's bitte nicht mit dem Speed. Komm. So. Ach ja, ich kann nichts machen. Sondern doch ein bisschen höher. Einfach mal nach oben graben, immer. So. Und dann eigentlich gleich wieder runter. Dann
ein bisschen Obsidian herstellen. Und jetzt können wir wieder runter. Also ein bisschen nervig. Wahrscheinlich wegen dem Word-Generator. Dass das so viel Lava unten platziert. Und wegen Schüssel. Das ist, glaube ich, eins zu tief. Ja. Zwei zu tief. So. Okay. Die Minimap zeigt keine Höhlen an. Okay. Sonst ist es eigentlich immer so. Aber es sieht schön aus. Es gefällt mir sehr, wie es die Minimap es zeichnet. Du Scheißblock. Ja, ja. Also hier kommen wir nicht weiter. So. Wir sind einfach immer diese Lava sehen. Es ist immer so. Tja. Da müssen wir einfach irgendwo anders hingehen. Zum Beispiel in diese Richtung mal graben. Viel besser. Okay. Ja, ich habe keine Blöcke, Mann. Eieiei. Also vielleicht doch auf 12 Gramm. Wir finden dann schon Diamanten. Das ist jetzt wirklich ein bisschen zu nervig. Ich weiß jetzt nicht, was die Profis da machen gegen die Lavaströme überall. Es ist wirklich anders in Manila. Also, wir gehen wieder nach oben. Jetzt müssen wir wissen, wo genau das war. Hier. Tun den Eimer Lava, in die Kiste. Oder in den Ofen am besten. Und, holen wieder Wasser. Im Livestream mache ich dann hier eine Treppe und ja, es ist nicht mehr so wichtig zu meinen, also man könnte das eigentlich genau wegmachen, wir müssen nur Blumen haben. Also, war das ein Bug? Hä? Ich hätte doch einen Lava-Eimer. Das war ein Bug. Also eben, es ist halt wegen dem Mordgenerator extrem anfordlich für Java, da so ein paar Sachen zu machen. Na gut, wenn ich das will, wäre ich unten geblieben, aber tja. Also, ich denke, ich schau mal, wie man das craftet mit den Blumen. Was ist das? Ah, Storage Upgrade. Da muss doch irgendwas sein. Hier, müsste Gefertigte. Nö. Aber es ist der richtige Mod. Ja, aber das sagt mir nichts. Es ist wieder so ein Mod, der mich sagt. Okay, da können wir das noch nicht. Ah doch, hier Diamant sind. Sitz. Ui. Supreme Essence. Superium Essence. Intermedium Essence. Block of Intermedium Essence. Ja, aber ich verstehe den noch nicht. Da muss mich vielleicht jemand helfen, bitte. Gut. Ich habe Lust auf Erkundung zu gehen. Ich will jetzt gerade nicht einen Diamanten suchen. Diese blöden Diamanten. Was ist doch Taten? Ja gut.
Schieß noch rein, Digga. Und die Diamanten sowieso. Sonst verliere ich die noch. Ich habe nicht überhaupt kein Ding geendet. Hallo! Der einfach Angst hat gleich vom Feuer. Ich gehe lieber weg vom Creeper hier. Bin noch nicht so stark. Jo, geht eigentlich gut mit dem Kampfsystem. Ich habe jetzt nur ein bisschen Respekt vom Kampfsystem. Also hier unbedingt ausleuchten. So habe ich das nicht früher gemacht. Ist natürlich klar, dass es so kommen wird. Eine schöne Höhle. Das ist ja eigentlich richtig schön. Ach, ich liebe so Keramikblöcke. Aber ich muss mir immer wieder die Berge anschauen. Die sind so genial. Das ist das schönste Biom für mich. So, noch ein bisschen anpflanzen. Die sind jetzt, ja, das ist rote Beete. Okay. Die sind noch nicht fertig. Ja. Okay, haben wir das. Einen Bogen haben wir gedroppt bekommen. Jetzt. Und das Weizen nehme ich mit. Ich sollte doch vielleicht eine Kiste machen, aber jetzt noch nicht. Ah, geh weg, Ranken. Die wollen natürlich alle knutschen. So. Das müssen wir halt noch machen. Jetzt habe ich gar nicht gewusst, welche Kuh noch nicht gegessen hat. Also, dann haben wir hier, wo ist eigentlich die andere Wolle? Ah ja, die brachten wir für die Schafe. Ja, die muss ich sowieso nicht füttern momentan, aber ich will da einen Durchgang machen. Hier. So. Also. Was ich möchte, ist ein Schneebiom finden und ein neues Dorf. Jo. Ja. In diese Richtung waren wir, glaube ich, vorher. Ja, dann müssen wir eigentlich nach rechts hinten in diese Richtung. Gut. Weil dort einfach der Schatten am nächsten ist. Oh. Ah, ist ein bisschen nervig mit den Ranken. Wenn wir die weg haben, sind wir viel glücklicher. Es ist ja wunderschön so wild. Es ist wirklich wild. Ihr wisst ja, dass ich gerne wild spiele hier in meinem Chat. Also, sobald es irgendwie städtisch oder technisch wird, ist bei mir Schluss. Also, ja, okay. Das mache ich einfach nicht so gerne, aber es ist so, dass es einfach Minecraft ist. Solange es wild ist. Sobald es irgendwie zivilisiert wird, ist es kein Minecraft mehr. Es müsste ein anderes Spiel geben, was halt mehr auf NPC und Zivilisation setzt. Klar. Aber dann würde ich es wahrscheinlich nicht so spielen. So ein geiler Wald hier. Ja, ich bin halt extrem sensibel, wenn es ums perfekte Spiel geht eigentlich. Deshalb will ich auch unbedingt ein eigenes Spiel machen. Weil, ich kenne jetzt nur zwei YouTuber, die ein Spiel schon veröffentlicht haben. Und das sind
allerletzte Mistspiele. Genau, Zuckerrohr war es, das ich brauchte. Stimmt. Ja, und es ist nur zum Werbung machen. Wieso macht man ein Spiel nur zum Werbung machen? Also, ich würde sofort ein Content-Spiel machen, das wie Minecraft ist und wie Path of Exile eigentlich oder so ein bisschen ähnlich. Und hat eben mit NPCs und so Sachen. Ich denke immer, ja, Mojang ist es zu schwierig, eine KI zu erstellen. Die wollen überhaupt gar kein nichts machen. Oh, was ist denn das? Sind das andere Blöcke oder so? Ist das Keramik? Also so mal. Das ist auch geil hier. Mensch. Hier kann man Sand farmen. So, farmen wir mal kurz ein bisschen Sand. Das ist ja mal mega genial. Das würde extrem viel Sinn machen, einfach in Minecraft einzubauen. Einfach so kleine Sand. Ja, Mulden. Weil es ist immer Wasser in der Nähe und das nervt immer. Mal kurz hier reinschauen. Das ist sicher eine Generationshöhle. Ja, das ist alles Sand. Das ist nicht einfach so eine Höhle, die jetzt gerade vom Weltgenerator gemacht wurde. Das ist direkt von Hand gebaut. Aber es ist scheinbar nichts drin. Sieht nur schön aus. Hm. Ja, ein bisschen Content würde dem Spiel wirklich gut tun. In den Biomen. Ja. Ein Mesa-Biom scheinbar. Ja. Gehen wir zum Mesa-Biom. Ich leite jetzt. Video fertig. Boah, so viel roter Sandstein. Genial ist. Das ist mal genial. Eine Sand. Eine Ziegelsteinwüste. Das ist ja der Ziegelstein, nicht der Sandstein. Was ist da? Nein, das ist. Nein. Das ist der Sandstein. Sieht aus wie Ziegelstein, aber ist Sandstein. Jo. Ein Dörfchen! Also es ist aber knuddelig. Das ist jetzt mal wirklich knuddelig. Die haben das perfekte Gebiet ausgewählt für ein Dörfchen. Ach schade, nur Krempel. Hätte Obsidian oder so lieber gemacht. Aber natürlich. Egal. So, haben wir Karotten hier. Das sind Kartoffeln. Und habe ich so nicht ein bisschen der Überblick. Ah, jetzt weiß ich, welchen Mod ich vergessen habe. Harvestcraft. Muss ich noch einfügen. Der Kaktus im Ding. Im Busch ist ein Kaktus. Das geht halt auch nur mit World Generation. Also, ja, in diesem Dorf lässt sich verweilen für einen Part. Im nächsten Part gibt es dann Optifine und ein Anzeigemod oben. Wird mal schauen, ob Weiler jetzt geht. Gut, mit diesem schönen Panorama wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis, ja, 17 Uhr Livestream Minecraft, gell, wenn ihr wollt. Jeden Tag. Tschüss.